Mein Name ist Claudia Dahlbert. Ich bin die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft und Energie hier bei uns in Sachsen-Anhalt. Ich bin Hallenserin, das heißt, ich lebe über 20 Jahre in der wunderbaren Stadt Halle an der Saale, wo ich eine neue Heimat gefunden habe. Also, ich kann auf jeden Fall sagen, was für mich der bedeutendste Ort ist, und das ist der Brocken. Also, ich finde, wenn man oben auf dem Brocken steht, das ist immer ein ganz merkwürdiger Moment für mich, weil das da nochmal so präsent wird. Also diese Teilung der beiden deutschen Staaten. Ich meine, ich selber lebe jetzt nahezu so lange im vereinigten Deutschland, wie ich im getrennten Deutschland gelebt habe. Also es droht auch sozusagen ein Vergessen dieser gemeinsamen deutschen Geschichte. Und genau da ist dann sozusagen die Sicherung des grünen Bandes als nationales Naturmonument eben von zentraler Bedeutung. Also das grüne Band, das ist die ehemalige innerdeutsche Grenze. Das muss man jetzt definieren, was gehört alles zum grünen Band. Wir haben für uns in Sachsen-Anhalt gesagt, für uns ist das grüne Band der Teil zwischen dem Kolonnenweg, also dem Weg, auf dem sozusagen die Patrouillen sich am Todesstreifen entlang bewegt haben, bis hin zur Landesgrenze. Das ist für uns das grüne Band, also die ehemalige innerdeutsche Grenze, eben der Todesstreifen, der zu einer Lebenslinie geworden ist. Und der zieht sich sozusagen im Wesentlichen für uns an der Grenze zu Niedersachsen entlang. Wir haben 343 Kilometer des grünen Bandes. Das heißt also, nach Thüringen haben wir den zweitgrößten Teil des grünen Bandes, und deswegen liegt es jetzt auch in unserer Verantwortung hier in Sachsen-Anhalt, was mit dem grünen Band passiert, ob es uns tatsächlich gelingt, das grüne Band, der ehemalige eiserne Vorhang, ob uns das gelingt, den zu sichern. Und zum Sichern gehören natürlich zwei Aspekte, die überhaupt nicht zu trennen sind. Das ist die Erinnerungskultur. Wenn Sie am grünen Band entlang wandern oder entlang radeln, dann werden Sie immer wieder auch Relikte der alten Grenze finden. Wachtürme, Mauerreste. Und das ist etwas, was die Menschen vor Ort für uns bewahrt haben. Seit 30 Jahren. Interessanterweise von hüben und drüben, gemeinsam an vielen Stellen. Damit wir das nicht vergessen, dass da der Todesstreifen war, an dem viele Menschen gestorben sind bei ihrem Versuch, die Grenze zu überwinden. Aber es ist auch ein Erinnerungsort, dass die Überwindung eines solchen Todesstreifen mit einer friedlichen Revolution möglich ist. Und ich finde, damit hat es auch eine weltweite Bedeutung, dass wir genau diesen Erinnerungsort bewahren. In diesem grünen Band sozusagen hat sich dann auch ein Biotop entwickelt, was einzigartig ist. Viele Arten konnten nur dort überleben. Und wir wissen ja, dass für die Artenvielfalt, also das ist ja eine der beiden großen Bedrohungen unserer Welt, der Verlust der Arten. Und für Arten ist es wichtig, dass wir nicht nur irgendwo kleinteilig Naturschutzgebiete haben, sondern Biotopverbünde, also dass Arten auch wandern können, sich fortbewegen können. Und einen großen Biotopverbund hat Europa, Natura 2000. Das ist die Entscheidung der Europäischen Union gewesen, die ich einfach großartig finde, so ein Zukunftsprojekt auf den Weg zu bringen. Und der zweite große Biotopverbund, der durch Europa gehen kann, der durch Deutschland gehen kann, das ist das grüne Band. Das ist der ehemalige Todesstreifen, der zur Lebenslinie geworden ist. Naja, also die erste Maueröffnung sozusagen war 2 Tage später, das war am 11.11. in einem kleinen Dorf am Grünen Band. Aber schon gleich mit der Maueröffnung entstand die Idee der Umweltbewegung, entstand die Idee, wir müssen da dieses Biotop, was sich hier entwickelt hat, schützen. Und bin allen, die das damals als Idee schon ganz früh entwickelt haben, ausgesprochen dankbar. Und
Da darf man gar nicht den Beitrag des BUND unterschätzen. Der BUND ist ein ganz starker Partner, der diese Idee von Anfang an mit unterstützt hat und ja auch hier bei uns in Sachsen-Anhalt im Grünen Band ein großer Flächeneigentümer gerade im nördlichen Teil des Grünen Bandes ist, wo er wunderbare Projekte macht mit allen Menschen vor Ort zusammen, auch mit den Landwirten zusammen. Das geht da ganz harmonisch Hand in Hand. Und so wollen wir das am ganzen grünen Band entwickeln. Naja, also das Zentrale ist eben, es gibt im Bundesnaturschutzgesetz diese Kategorie nationales Naturmonument. Und die ist wie maßgeschneidert für das grüne Band, weil das eben eine Schutzkategorie ist, die die Fläche schützt wie ein Naturschutzgebiet, aber eben die Voraussetzung ist, dass sie noch eine andere besondere Bedeutung hat. Und das ist ja bei uns eben also die politisch-historische Bedeutung, eben die Erinnerungskultur. Und wir können eben mit dieser Kategorie eben beides schützen. Ja, wir können die Natur schützen, was uns wichtig ist, aber das ist auch die Kategorie, mit der wir die ganzen Erinnerungsmonumente schützen können. Die gehören bei uns mit zum grünen Band, sofern sie da in einer räumlichen Nähe zum grünen Band sind. Wenn wir es nicht auf den Weg bringen, dann wird es nicht mehr auf den Weg gebracht. Das ist jetzt sozusagen die letzte Generation, die zu diesem historischen Jahrestag die Verantwortung trägt. Und wenn diese Verantwortung gerissen wird, dann wird auch nichts mehr passieren. Und insofern, das muss jedem klar sein. Wir haben es jetzt in der Hand. Thüringen hat seine Arbeit geleistet. Die haben im letzten Jahr das Grüne Band als nationales Naturmonument anerkannt. Jetzt sind wir dran, und wir haben den zweitlängsten Abschnitt und wir müssen das hinbekommen, weil ich möchte, dass auch unsere Enkel noch am Grünen Band entlang wandern können und sehen können, dass man ein mörderisches Regime, einen Todesstreifen mit Frieden, mit friedlicher Revolution überwinden kann. Das ist meine Motivation.